So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal über den Insanity Meet, der jetzt schon fast einen Monat her ist. Aber ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit gefunden, da was zusammenzustellen. Aber ja, jetzt habe ich alle Clips von allen möglichen Leuten. An die nochmal danke, ja, Endless Progression und Juri Beuger bzw. Pascal Su. Also Juri Beuger auf Instagram. Von denen habe ich die meisten Clips hier. Und ja, ganz zum Schluss noch ein paar, ein Handyvideo vom bzw. von den beiden Kreuzhebeversuchen. Da hat leider keiner mehr mit einer schönen Kamera was aufgenommen. Naja, fangen wir an mit dem, was ich hier gemacht habe. Ich habe Kniebeugen, erster Versuch 250 Kilo gemacht. Das habt ihr schon gesehen. Und jetzt im zweiten Versuch 260 Kilo. Das war eigentlich, was ich geplant hatte, mein Max-Versuch. Also ich wollte eigentlich nicht mehr als 260 machen, weil ich mir dachte, ja, will sich nicht zu sehr verausgaben, damit das nicht so negativ sich aufs Bankdrücken und Kreuzheben auswirkt. Aber das hat sich dann doch so gut angefühlt, dass ich mir dachte, okay, 265 Kilo gehen auch noch. Also ich war mir doch auch relativ sicher, dass die gehen, weil ich sie auch eine Woche vorher im Training schon gemacht habe und da waren sie auch schon nicht allzu schwer. Vielleicht hätte ich sogar in dem Wettkampf schon 270 machen können, aber ja, wie gesagt, mein Kniebeugen hat sich in den letzten Wochen schon so enorm gesteigert, dass ich schon ziemlich glücklich darüber war, überhaupt hier 265 hinzukriegen. Und ja, das sehen wir hier. Und ja, ein bisschen wackelig, Knie ein bisschen nach innen, aber geht alles. Das war auch so eine Sache, damit musste ich erstmal klarkommen, Kniebeugen ohne Spiegel, weil normalerweise beuge ich immer vorm Spiegel, also jetzt nicht irgendwie, weil ich das will, sondern weil es einfach nicht anders geht und man kann den Spiegel ja nicht abdecken, also guckt man automatisch auf seine Position und dann, wenn man auf einmal ohne Spiegel beugen muss, dann ist das ein bisschen ungewohnt, so man weiß nicht, wo die Knie sind und man fühlt sich ein bisschen wackelig, aber hat dann doch noch alles hingehauen, also die Kraft war auf jeden Fall da, 265 Kilo waren jetzt auch nicht allzu schwer, ja. Dann hoffe ich mal, dass ich auf der Deutschen Meisterschaft 272 Kilo hinbekomme. Das wäre nämlich der Junior-Rekord. Und schauen wir mal. Danach Bankdrücken, Opener 170 Kilo. Auch easy, wie es sein sollte. Dann zweiter Versuch 180 Kilo. Hatte ich auch im April bei der Bankdrückmeisterschaft so gemacht. Erster Versuch 170, zweiter Versuch 180. Und ja, die 180, wie man sieht, gehen auch noch. Ja, waren auf jeden Fall schon deutlich langsamer. Und dann habe ich im dritten Versuch die 185 nochmal probiert, die ich im April gefailt habe. Und wie man sieht, habe ich sie hier wieder gefailt. Das ist ziemlich traurig, ehrlich gesagt. Also finde ich ziemlich traurig, weil ich, das waren, wie viele Monate sind das? 4, 5 Monate und ich habe mich irgendwie im Bankdrücken kaum gesteigert. Ja, sehr schade, aber gut, muss man gucken, stelle ich Training vielleicht ein bisschen um und dann geht das wieder. Ja, sind wir jetzt beim Kreuzheben, erster Versuch, 280, kann man nicht so gut erkennen, aber easy peasy gültig. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, so Kreuzheben müsste eigentlich locker drin sein, zweiter Versuch, 300 Kilo. Und ja, wie ihr gleich sehen werdet, war das nicht ganz so locker. Ja, fast oben, aber leider nicht ganz. Ja? Geht es noch ein Stückchen höher? Nee, irgendwie nicht. Ja, schade. Kein richtiger Lockout. Lass ab. Denken wir so, fuck. Bist im Arsch. Zwei rote Lichter und ja, das war's. Das heißt, das war der zweite Versuch. Den dritten Versuch habe ich nicht gemacht. Also ich hätte halt 300 nochmal versuchen können, aber nachdem ich da 18 Sekunden lang die 300 Kilo in den Händen gehalten habe, war ich komplett am Arsch. Und ja, das war dann nicht mehr so cool. Konnte man nicht mehr so viel machen. Ja, also was haben wir am Ende? 265 Kilo Kniebeuge, die liefen super. 180 Kilo Bankdrücken. Ist eigentlich auch traurig, dass da nicht so viel mehr gegangen ist. Also ich meine, das Training davor lief jetzt auch nicht super, deswegen hatte ich nicht so die krassen Erwartungen, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass ich irgendwie mich mal ein bisschen steigern kann. Aber leider nicht. Immer noch nur 180.
und Kreuzheben auch nur 280, nur den ersten Versuch gültig gekriegt. Aber gut, war mein erster Powerlifting-Wettkampf. Ja, ich denke mal, man lernt auf jeden Fall dazu, weiß, wie ich das nächste Mal mache. Bisschen schauen, wenn halt das spät wird oder man merkt, dass man nicht mehr so die Kraft hat. Durchaus nach unten korrigieren. Und ja, dann sehen wir mal, was übermorgen geht. Da gehe ich nach Preetz in der Nähe von Kiel auf einen Kraft-3-Kampf, um mich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und dann 2 Wochen später Deutsche Meisterschaft und hoffe da, ja, wie gesagt, dass ich auf jeden Fall 272 Kilo Kniebeugen kann. Das wäre das Wichtigste, weil dann hätte ich nämlich alle Rekorde in meiner Klasse, wenn da jetzt keiner antritt, der noch stärker ist als ich. Aber dann hätte ich Kniebeugenrekord und Bankdrücken ist, glaube ich, 170 oder 180. Also sollte auch kein Problem sein. Ich glaube sogar nur 170. Kreuzheben auch 280. Also ja, dann wird Deutsche Meisterschaft schön, wenn das alles so läuft. Und dann ja, war es das erstmal. Bis dann.